Es ist schön. Ich meine, Ambos hört, wenn er in der Früh schon mitten anfangen, das drum und dran. Es ist Musik. Und danach ist es gegangen. Wenn da die Sirene geht, das hat Jahre gedauert, bis du auf einmal abschaltest, da sagst, es ist vorbei. In den frühen Jahren habe ich immer alles drum, wenn so ein Werkstück oder irgendwas fertig ist. Du fährst auf die Baustelle, schraubst es hin und das Ding passt. Ich bin der Paul Kautschütter und bin seit eh und eh da erinnert auf der Schmiede. Da hat man ein wenig gezeigt. Da hat man selbst gesagt, so ist es alle Tage, Wochen, Jahre dahingegangen, das Ganze. Es war automatisch die Werkstatt. Es war von Anfang an klar, ich krieg die Werkstatt und ich muss das machen. In der heutigen Zeit ist mein Hauptwerkzeug mein Schweißerbrett. Schweißerbrett, Bandsäge, Stanzen, Bohrmaschinen. Aber früher mal vor 20 Jahren waren mal die Rastenschneider lang und die Sachen alles da. Und sie haben alles weggeändert. Mein Lieblingswerkzeug ist eigentlich das Schmeißerbrett. Der Vater hat uns quasi mal einen Gucku gekauft. Da war ich vielleicht 13, klein, als ich gucken müssen, dass du reingekommen bist. Vielleicht was zu zweit, was du zusammenrutschen müssen. Also wirklich ein kleines Ding. Das war ewig. Das war ewig schön, das ganze Ding. Jahrelang. War aber schön, wenn der Vater gesagt hat, jetzt darf ich wieder hinten. Jetzt darf ich wieder ein paar Runden dran. Und wie ich aufgewachsen bin, war das einfach einzigartig. Würde ich schon sagen. Dann ist der Vater gestorben, ist rum und dran. Damals war ich 19 alt. Dann habe ich quasi den mit rüber. Ja, mehr oder minder übernehmen müssen. Dann habe ich 90, war ich quasi vom Militär heraus, also befreit aus drum und dran. Dann habe ich quasi die Meisterprüfung gemacht. Von 1995 habe ich dann quasi einen schweren Unfall gehabt. Beim Heimfahren quasi ist mir quasi frontal eine Lastwagen reingefahren. Ich war dann schwer verletzt. Der rechte Fuß ist quasi fast abgerissen gewesen. War nur noch die Hauptschlagader und der Nervenstrang war beieinander. Das andere war alles in zwei. Und der linke Fuß war quasi vom Knie bis zur Hüfte rauf nur lauter Splitter. Aber toi, 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 es ist anders geworden. Da bin ich komplett gehen können. Aber es hat natürlich gedauert, das ganze Ding, bis man da aufführen könnte. Kämpft selber, also wie gesagt, das waren 14 Wochen Krankenhaus und die gleiche Zeit war Reha und dann monatelang daheim mit der Kniebandagen und dann mit Krücken und alles drum und dran, wo dann schon langsam in der Werkstatt wieder aufgehen, auf Bau haben können. Das hat dann insgesamt gar nicht mal so, bis insgesamt wieder gut gegangen ist, 1,5 Jahre.
der würde auch schon sagen, dass das dauert hat, das Ganze. Das war brutal. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, muss ich mal sagen, dass ich da wieder stehe. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und die Mauern, beziehungsweise ich, bin der Letzte, weißt du, drumherum. Ich weiß nicht, wie das dann weitergeht, das ganze Ding. Das ist Lauf der Zeit. Das ist einfach was nur. Schön zum Anschauen, aber praktisch ist es nicht mehr. Ich stelle mir das schon vor, dass ich noch weiter werkeln kann, so lang wie es geht. Vielleicht auch nicht mehr die Großobjekte, vielleicht nur ein bisschen etwas Kleines. Man wird auch älter, man muss nicht alles haben. Irgendwann ganz.